Auf dem Grünstreifen entlang der Konrad-Wachsmann-Allee entstand zum Jubiläumsfest der BTU eine temporäre Membranskulptur. 15 Architekturstudenten machten sich unter der Leitung von Frank Ohm und Jens Metz während eines Seminars mit Membrankonstruktionen vertraut. Der letztendlich realisierte Entwurf stand von Sabrina Kohler und Ben Strachotta. Neben den theoretischen Arbeiten, wie Formfindung und Belastungsberechnung, bauten die Studierenden die Skulptur auch selbst auf. Im Tegelwerk in Cottbus wurden die Segelflächen zurechtgeschnitten. Die unteren blauen Segel dienen sogar zum Sitzen. Nachts wird die Membranskulptur beleuchtet.